So, da bin ich wieder, euer Gianni mit... Oh, was ist denn hier passiert? Mit LS19 und der Agrarhalbinsel. Muss mal eben kurz... Tipp hier. Fraps war hier im, im Hauptbildschirm. So, kleiner Mistake, egal. So, den fahren wir jetzt mal los. Da muss nochmal irgendwie irgendwas gesät werden hier. Ja, hier hat sich ein bisschen was... Ja, was heißt verändert? Ich habe jetzt mal... Also das Maisfeld ist hinten fertig, beziehungsweise beendet. Jetzt habe ich mir ein Projekt überlegt, habe gestern getwitcht. Und da habe ich mir, also ein Projekt jetzt im Projekt quasi, ein Agrar-Halbinsel-Projekt. Ich habe alles auf Rübe umgestellt, beziehungsweise ich wollte einfach mal Rüben ernten. Ich wollte mal wissen, wie das ist, oder wie sich das anfühlt oder keine Ahnung. Und ja, da habe ich mir halt ein bisschen Erntetechnik für Rübe geholt. Und ja, da können wir gleich mal reingucken. Ich will jetzt hier nochmal schnell das Vorgewinde fahren. Für die, dass er hier das nicht wieder so, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Genau, doch mal ein bisschen, was haben wir hier oben noch? Zuckerrübe ist voll. Sojabohne da, so, das ist der Flug hier. Ich mach das mal eben per Hand, das geht ein bisschen schneller. Bin ich jetzt der Meinung. Ja, dann habe ich mir, das muss ich euch auch kurz zeigen, das ist auch neu, das ist natürlich richtig cool, habe ich einen Mod gefunden. Das gibt es jetzt glaube ich nicht. Moment. Ja, das sind die Zuckerrübendinger hier. Maus habe ich auch gebraucht. Ah ja. Wir machen das mit der Karte. Und zwar hier bei den Hühnern. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, also wer es kennt. Ich habe mir hier so Solaranlagen gekauft. Ich bin auch der Meinung, dass die sich mitdrehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe die glaube ich andersrum platziert. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Keine Ahnung. Ja, und genau, und jedes Panel bringt pro Stunde, wohlgemerkt, 820 Euro. Das ist mal richtig schön. Mal eben hier eine Nachricht beantworten. Und das ist natürlich ein richtig gutes Zubrot halt. Ne? Wenn ihr die Zeit ein bisschen schneller laufen lässt, so auf 30 oder so. Mehr Spaß, mehr Selbstbewusstsein, mehr Lifestyle in Sports. Im Klartext, sei kein Zebra. Nimm es selbst in die Hand und trainiere dich glücklich. Bei uns im Studio. Melde dich noch heute in den teilnehmenden Studios an. Denn nur für kurze Zeit bekommst du Fitness für 9,90 Euro. Besuche www.easyfitness.club und melde dich online an. Dein buntes Leben wartet. Wollen Sie weiter vom Abgasthema? So, da bin ich wieder. Drücken Sie die 1. Ja, dann können wir ja jetzt die Amazone, genau das wollte ich ja in der Hand machen hier. Das klappt ja gerade mit dem LKW. Das muss eigentlich ganz gut hinhauen. Perfekt. Ach, ich bin mittlerweile schon so gut. Ja, ich musste erstmal ein bisschen meine Festplatte wieder aufräumen. Das heißt, da ist es wieder, ne? So gut und so. Meine Festplatte müssen aufräumen. Ich habe ja noch dieses American Style Projekt, beziehungsweise American Way heißt es ja bei mir. Da stecke ich natürlich auch viel Energie rein. Ja, gestern wie gesagt das Twitch Projekt war natürlich überhaupt nicht so geil, aber okay, das ist halt am Anfang so, sage ich mal so. Also ich bin da jetzt so hinterher, dass ich da übelste Abonnenten habe und auch hier auf YouTube. Wer meint, mich abonnieren zu müssen, der soll das gerne tun. Wer nicht, wer da keinen Bock drauf hat, der soll es lassen, egal. Es wäre nur schön, wenn ich auch merke, okay, ob es euch gefällt oder nicht. Also wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr natürlich auch gerne was in die Kommentare schreiben.
Jenny, das ist doof, oder lass das, oder hör auf damit, oder spiel was anderes, oder ne, sowas halt. Aber das ist halt, LS19 ist halt so mein Ding, und wenn ich das spielen will, dann müsste mich das auch lassen. Und ja, wer es sich halt nicht angucken soll, der will, der soll es nicht gucken, ganz einfach. Das ist erstmal an die Leute, die die ich kenne und die das vielleicht nicht so unterstützen, was ich hier mache. Ansonsten, ja, genau. Wir sind jetzt hier mit darüber beschäftigt gleich. Das können wir, der kann ja jetzt alleine sehen hier. Das ist ja jetzt möglich. BGA muss ich auch nochmal schnell gucken. Da habe ich, glaube ich, auch noch ein Fahrzeug. Genau, der muss voll sein. Genau, das soll da wieder was in die BGA kippen. Das ist ja auch nochmal zusätzliches Geld, was uns dann irgendwie flöten geht. Oder auch nicht. Je nachdem, das kann man ja selber steuern. Ich habe mir hier einfach, das ist jetzt der Ertrag aus dem Mais. Aus dem Maisfeld, Feld, keine Ahnung, 10 und 6 war das, glaube ich, da unten. Genau, dann kannst du jetzt fast da reinkippen. Und dann habe ich einfach die BGA aufgemacht halt. Mir da sind zwei Förderbänder hingestellt und gelade immer hier die Krone. Der ist natürlich jetzt ein bisschen schmutzig, aber das macht ja nichts. Das ist ja bei, Silage. Ja doch, bei Silage geht es ja recht schnell. So, jetzt, muss man den nochmal, ich muss mal eben auf die Uhrzeit gucken, genau, dass wir hier wieder zu lange machen. Also ich hatte jetzt ein bisschen Probleme bei YouTube, Videos hochzuladen. Und deswegen, kam jetzt eine Zeit lang nichts. Beziehungsweise ich hänge auch noch ganz schön hinterher, ich muss erstmal ein paar Videos jetzt konvertieren. Dass ich dann wieder auf dem Stand bin. Also das muss ich auf jeden Fall dringend machen, das ist dieses Wochenende auch Vollpflicht, dass ich da ein bisschen hinterherkomme. Da muss man dann, hier habe ich jetzt gekoppelt, aber das kennt ihr ja, das ist ja standardmäßig so, so dass ich dann, also du brauchst ja, um auf den, auf die Grimme halt aufladen zu können, brauchst du ein kleines Vordings, weil sieht man ja, da gibt es keine, Moment mal, ich denke, so ein bisschen besser zeigen. Da gibt es halt keine Möglichkeit, die Silage vom Boden auf das, auf die Grimme jetzt drauf zu packen. Ne? Deswegen ist hier dieses Vor, dieses Vorförderband, was vom Boden halt aufnimmt. So. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, oder für diejenigen, die die da nicht so bewandert sind. Genau. Der Trecker steht ja eigentlich nur da, um, das ist auch ein Luxustrecker hier eigentlich, und nur um den Schmutz hier aufzunehmen. So, dann müssen wir mal gucken, genau, hier sind Eier fertig gewesen. Ich lege mir den ersten Karton immer, ich weiß, es gibt auch so, ein, so eine Palette. Es gibt auch so eine Palette, wo man das stapeln kann, also dass es automatisch stapelt. Da bin ich mir aber auch noch nicht so sicher, weil ich eigentlich bei Modhoster runterlade, modhoster.de, und genau, und den leeren Karton, der dann hier hinten lag, den haue ich mir dann mal wieder auf den Trigger auf die Ecke halt, ne? So dass ich weiß, aha, der Karton ist als nächstes voll. So, genau, meine Solarpanels, da kommen auch noch mehr dazu, das wird hier ein ganzer Fuhrpark, das ist richtig geil, also wenn das pro Stunde 820 Euro mal 4, das sind 3200 Euro. Gut, so ein Ding kostet 150, aber das wird sich irgendwann rentiert es sich halt einfach. So, jetzt springen wir mal weiter, genau, da waren wir ja gerade. Ich wollte gerne nochmal den wegparken. Genau, das ist jetzt das ganze Feld hier, das ist ja Feld 10 und Feld 6. Das ist mit Rübe, das habe ich ja hier zusammengefügt, das Feld. Genau, Feld 12 habe ich mir auch noch gekauft, da steht Sonnenblume drauf, das muss aber eigentlich gekalkt werden, nach der Sonnenblume. Die Felder sind ja auch noch nicht bestellt, da muss ich dann die Amazone noch hinschicken. Ach so, ich habe mittlerweile alle Felder gekauft. Ich hatte gut Geld gemacht durch das Sägewerk, ich habe hier hinten viel rausgeholt und im Moment bin ich hier in dem Bereich am Abfarmen und natürlich halt auch durch den Mais, durch die Silage und auch immer wieder mein Soja-Projekt, beziehungsweise bis hierhin ging es ja und dann
habe ich dadurch halt die restlichen Felder noch gekauft. Das waren jetzt hier, lag es irgendwie bei 220, auch 205 und das hier nochmal ein bisschen mehr. Das hat 250 gekostet, glaube ich, also 1000. Und das hier unten war, glaube ich, lag bei euch bei 350.000. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Kann auch sein, dass es noch ein bisschen billiger gewesen ist. Ja, das ist ja, so groß ist es jetzt nicht, die Karte, aber jetzt habe ich halt alle Felder und ich weiß nicht, also wie lange das Projekt noch Bestand hat, muss ich mal gucken. Vielleicht werde ich so nach und nach immer mal wieder noch ein paar Videos machen, aber ich habe auch schon wieder eine neue Idee, also alle machen jetzt Bio, dann muss Chani eigentlich auch Bio machen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich zum Beispiel jetzt, wie heißt denn das, Pflanzensterben mit reinnehme und auf jeden Fall das Düngen, beziehungsweise das Pflanzenex und so, also beziehungsweise, ich weiß nicht, wie ich das mache. Ja, du musst ja auf jeden Fall, es kommt ja mal Unkraut, genau, Unkraut werde ich anstellen und so, und das muss ich mal gucken. So, zeittechnisch sind wir jetzt ganz gut dabei. Ja, dann kümmern wir uns jetzt mal hier um die, sag schon, genau, da habe ich einen Snootrack. Der ist jetzt nur rosa, der ist nicht in Wirklichkeit rosa. Den habe ich grün gefärbt. Es ging einfach nur darum, dass ich die Geräte halt färben kann, weil das Rot hat mir nicht gefallen. Wobei ich jetzt sagen muss, bei dem, ich weiß auch nicht, warum die hier so viel Vorgewende lassen. Ich habe hier extra die Felder ein bisschen verringert, also kleiner gemacht. Ach, Zerstörung ist nicht an. Dass die hier. Ach, der ist auch fast voll. Ne? Dass die hier halt nicht nach Gewinde fahren oder beziehungsweise vor Gewinde fahren müssen. Ja, genau. Mit dem hier lade ich die jetzt mal ab und schiebe die dann an der Seite ab. Ich wollte das mal ausprobieren mit der Maus halt, weil ich halt in einem Video mal gesehen habe, also wie das in echt gemacht wird. Und da habe ich gedacht, machst du das auch so, weil du hier die Möglichkeit hast, eine Maus zu kaufen halt. Du könntest auch mit Kartoffeln machen zum Beispiel, das ist ja ähnlich. Geht das? Also man lädt das hier quasi über. Normalerweise macht man das ja auf der Seite, wo ich ja jetzt in die Pump reingefahren bin. Aber es geht halt nicht anders. Jetzt, und da Zerstörung ja nicht anders ist, wird dann auch Schnuppe. Ja, ich muss noch ein bisschen was das angeht, an meiner Realität arbeiten. Das gebe ich ganz offen zu. Ja. Dann wird sich hier auch noch zum nächsten bisschen. Ich werde mir jetzt von meinem Schreibtisch hier so ein bisschen, vielleicht so eine kleine, weiß nicht, so ein Nebentischchen bauen, dass ich da mein Lenkrad anbauen kann. Dass ich dann, wenn ich, ihr seht mich ja jetzt nicht, aber dass wenn ich dann mit dem Fahrzeug fahre und jetzt nicht gerade, das ist ja, kommt ja meistens vor. So, doch. Jetzt. Hallo? Wieso geht das nicht? Hier abladen, Steuerung I. Ah, jetzt. Ah, ich habe Shift gedrückt. Oh je. Dann kann man natürlich einen schönen Haufen machen, jetzt ähnlich wie in der BGA. Genau, wollen wir gleich. Weiß auch nicht, warum ich jetzt. Ja, genau, ich hatte nicht so viel Geld und habe mir deswegen überlegen, was ich jetzt für einen Anhänger kaufe, und deswegen ist es jetzt noch kleiner geworden hier. Ich habe also auf die Krone gehen wir zum Beispiel nicht drauf gebügelt, sonst hätte ich das vielleicht auf eine Krone gekippt. Weil da habe ich ja zwei, einmal diesen Überladewagen und den Sammelwagen. Beziehungsweise was heißt Überladewagen? Das ist warum den erstmal. Kein Ladewagen, sondern ein ganz normaler, ich weiß nicht, Anhänger, ne? Moment. Ja, also ich habe ja den, das kann ja hier
sein. Genau, den. Das ist der Überladewagen. Quatsch, der Sammelwagen. Der hat dieses Aufnehmenwerk. Und dann habe ich noch hier den normalen Ladewagen halt, ne? Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich hier. Da habe ich. Ich habe ein bisschen umgemodelt. Also, ich habe auch Fendt. Hier zwei Fendt gekauft. Ist richtig Geld geflossen in den letzten Tagen hier. Also, das ist viel im Offscreen-Dings. Aber hier sieht man mittlerweile, dass das alles aktualisiert wurde. Da gehen auch andere Schneidwerke jetzt dran. Also, das ist kein. Das ist kein Mod. Ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Wenn ihr zum Beispiel von einem New Holland oder von einem Case das Schneidwerk nimmt, wo unten diese Rollen dran sind. Hier, oh, das wisst ihr alle hundertprozentig, das haben euch alle anderen YouTuber auch schon erzählt. Da sind ja diese Rollen dran und dann brauchst du keinen extra Wagen für das Schneidwerk. Finde ich total geil halt, ne? Und dann nimmst du dir einfach, ich habe jetzt New Holland genommen. Ich hätte natürlich auch das Case nehmen können. Da steht jetzt hier an der Seite dann nur New Holland dran. Das fällt überhaupt nicht auf, weil das sowieso in der Frucht verschwindet. Und wenn du es dann irgendwo stehen hast, dann achtest du da auch nicht unbedingt drauf. So. Naja, natürlich die ganz Aufmerksamen unter euch. Die wissen das natürlich oder die sehen sowas, ne? Ja, genau, das ist jetzt, das hat sich halt auch geändert. Ich mach das Video dann mal 2 Minuten länger. Ich muss hier mal nebenbei noch was schreiben. So, dann ja, dann machen wir jetzt mal hier weiter mit unserer Rübenernte. Ich bin dann schon total gespannt. Oh, jetzt bin ich auf dem Weg, weil wir jetzt geschrieben haben. Okay. Ich bin natürlich schon total gespannt, wie das wird, wenn wir hier ein Pferdfeld da einen Riesenhaufen liegen. Das möchte ich nach Möglichkeit auch, ich werde das im nächsten Video dann auch nochmal. Ja, genau, ich wollte an diesem M arbeiten. Aber mir ist mittlerweile aufgefallen, dass auch andere, ich habe hier von einem Kollegen habe ich mir mal ein paar Videos angeguckt. Den kann ich, also ich kann schwer mit ihm umgehen. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich oder so, aber mit seiner Art so komme ich nicht zurecht. Er ist so ein bisschen, ja, man muss vielleicht ist er deswegen auch so beliebt, keine Ahnung. Ich will ja auch keinen kritisieren oder so. Bisschen crazy so im Kopf, so, ne? Weiß nicht. Ist nicht so meins, aber gut, okay, das muss jeder für sich selber wissen. Ja. Was macht der jetzt hier? Tanzen oder was? Was tanzt der denn hier? Das sieht ja witzig aus. Ach, jetzt wo ich näher komme, da okay. Da hört er dann auf, oder? Keine Ahnung. Ich finde diese Überladerbrücke so ein bisschen hoch, ne? Also man könnte. Oha, der fährt schnell und wir können uns eigentlich nicht einigen, wie schnell wir fahren wollen. Wir beide, der fährt 30. Erstmal den ab hier, dann geht es da unten auch noch ein bisschen weiter. Schön dicht dran, kann ich sagen.
Ja, ich habe, wie euch vielleicht aufgefallen ist, ich habe jetzt im Hintergrund Musik laufen. Das ist natürlich jetzt Internetradio. Und ich weiß nicht, wie das ist mit Werbung. Keine Ahnung. Das ist dann halt so, dann muss ich halt über quatschen oder dann Video rausfiltern. Nach Möglichkeit, ich hoffe, das geht dann irgendwie unter. Jetzt glaube ich alle Werbung. Ne, ist keine Werbung. Gut, Gott sei Dank. Ich habe das so getan, dass gerade Werbung kam und dann, dann habe ich das Video gestartet halt, ne? Ich kipp das jetzt einfach mal so drauf, dass der Berg auch ein bisschen höher wird. Ja genau, ich wollte so nach und nach jetzt mal ein paar amerikanische Fahrzeuge aufnehmen. So, ich bin ja Fan, das wisst ihr ja. Und das sage ich auch in fast jedem Video. Und jetzt muss ich mal den Tempomat am besten hier auf 20 einstellen, dass ich dann auch nebenher fahren kann. Fährt echt schnell, ne? Der ist jetzt voll, okay. Ah, diese richtigen Überladewagen mit dem Schnorchel dran. Die sind natürlich noch ein bisschen besser. Besser, weil sie so ein bisschen ausladender sind nach rechts und links halt, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ist denn da jetzt noch drauf. Genau, also also hier ist es recht ergiebig, oder ich weiß nicht, ob das dadurch ist, dass die Fahrzeuge so schnell sind. Ich habe den Eindruck, dass sie schneller geworden sind. Ich weiß auch nicht, was ich da installiert habe. Ob das jetzt durch irgendeinen Mod kommt, also das ist nicht nur bei denen so. Ich weiß nicht, ob Giants da irgendwas zugetan hat. Weiß ich nicht. Das kann natürlich sein. Oder, dass ich wirklich irgendeinen Mod installiert habe, wo jetzt, keine Ahnung, irgendeine Map zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass da ein Skript mit installiert wurde, dass alle Fahrzeuge schneller quatschen. Die schwarzen. 9T sind auch übel schnell. Stört mich jetzt nicht. Ist natürlich geil, dann ist ein Feld schneller fertig und man muss es so auch überwachen halten. Genau, der ist jetzt hier auch schon wieder 100%. Ich kann jetzt quasi instant hin und her fahren, quasi die beiden hier abladen und verlegen. Dabei ist natürlich schwierig dann aus dem. Man muss dann halt auch noch mal dran denken, dass man ja noch andere Fahrzeuge hat, die auch bedient werden wollen. Das werde ich jetzt mal eben offscreen machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da. Wenn ihr dann auch ein Abo da lasst und das Glöckchen macht, dann könnt ihr mich auch regelmäßig sehen. Ich werde immer so jeden Tag so ein, zwei Videos hochladen. Dann habt ihr schön was zu tun und ich natürlich auch. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Channel.